Hallo und herzlich willkommen zu BMZ Nummer 421 und den Themen Solo-Content, alte Formate und Hunde. Mir geht es anders. Ich möchte gar keine Gruppen außerhalb vom Gruppentool suchen, weil erstens ich keinen Spaß daran habe, Gruppen zu suchen. Genau wie ich möchte auch nicht darin festgelegt sein, nur Gruppen-Content zu machen und gut zu werden, weil gibt leider ein Cap, was man als Solo-Random-Spieler nicht überschreiten kann. Zudem, ja, ich weiß, es ist ein MMO, dennoch heißt es ja nicht, dass man bei einem MMO gezwungen sein muss, in Gruppen zu spielen. Was sind eure Gedanken zum Solo-Content, der auch was bringt? Gute Frage. Ich glaube, es gab direkt die ein oder andere Watsche in den Kommentaren zu deinem Kommentar. Aber grundsätzlich ist es ja eine berechtigte Frage. Was sollte als Solo-Content oder Solo-Spielbar oder Solo-Spieler so machbar und erreichbar sein? Und die Frage, was gehört zu einem MMO dazu? Ne? Also man kann die Sachen ja beliebig strecken. Ne? Man kann beliebig sagen, erstmal heißt es ja nur, dass viele Spieler in demselben Spiel sind. Nicht, dass viele Spieler etwas zusammen machen, notwendigerweise. Ne? Das ist so das Grundkonzept von MMO. Und dann gibt es Spiele, in denen kannst du noch nicht mal leveln, ohne eine Gruppe zu haben. Ich erinnere, oder nicht ansatzweise vernünftig leveln, sagen wir es so. So war es bei Dark Age of Camelot. Da hast du in Achtergruppen gelevelt, um auch nur ansatzweise effizient zu sein, wenn du nicht gerade irgendwie so diverse Exploits benutzt hast, das heißt Exploits benutzt mit drei Charakteren gleichzeitig gemultiboxt, das kenne ich noch so als Power-Leveln. Ein Buffboard, dann auf Albion-Seite ein Necro, also zwei Spieler auf Max-Level und dann den dritten, den du gecarried hast, alle auf verschiedenen Rechnern oder auf zwei Rechnern oder so eingeloggt und dann gepower-levelt. Also ja, es ist eine legitime Frage, weil es bestimmt einige gibt, die sagen werden oder gesagt haben, auch als World of Warcraft rausgegangen ist, was soll denn das für ein MMO sein, wo man solo leveln kann? Ne? Ich glaube, am einfachsten lässt sich das beantworten mit, wenn du solo all das erreichen können würdest, grundsätzlich mal, was du in Gruppen erreichen kannst, wozu sollte es dann Gruppencontent geben? Also warum sollte man sich einen Klotz ans Bein binden, sich die Mühe zu machen, Gruppen und Ähnliches zu suchen, wenn man den Kram auch solo machen könnte? Und dann muss man sagen, gibt es ja Dinge, die ergeben solo keinen Sinn. Also zum Beispiel, du kannst keine Solo-Fußball-Bundesliga machen. Ne, im Minimum brauchst du mal schon mal einen Gegner und 1 gegen 1 Fußball ist halt auch nicht so spannend. Also es gibt so ein paar Dinge wie BGs zum Beispiel oder Arena, die als Solo-Content mäßig Sinn ergeben. Jetzt kann man sagen, Arena könnte man One vs. One Arena machen. Es gibt bestimmt welche, die sagen, oh ja, das wäre toll. Und dann kommen die DKs rein und was weiß ich nicht, wer alles. Und schon heißt es, scheiße, mach das aus, ich will das nicht mehr haben. LOL, DK OP, Demon Hunter OP, weiß der Teufel, was alles dann OP ist. Und natürlich Raid-Content, der wirklich so, der bewusst so ausgelegt ist vom Gameplay her, nicht nur von der Schwierigkeit her, sondern auch vom Gameplay her, dass Menschen zusammen koordiniert etwas machen. Was ich verstehen kann, ist, dass man sagt, ich will das Gruppensuche-Tool haben und ansonsten mache ich wenig oder ungerne Gruppen-Content. Denn wenn es eine Sache gibt, über die ich die mit Abstand meisten Beschwerden immer wieder bekomme, ist es die Gruppensuche bei diversen, gerade anspruchsvolleren, namentlich vor allen Dingen Mythic Plus-Unterfangen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es gibt Leute, die das total toll finden, im Zweier herumzuspammen, bis man eine Gruppe gefunden hat. Ich persönlich finde das nervig. Ich persönlich empfinde das nicht als Rollenspielelement, sondern als langweiliges Element, da in einem Chat-Channel zu hängen, der eigentlich für den Handel gedacht ist, und zu spammen LFM plus 10 AD. Das ist halt für mich kein Rollenspiel. Das ist halt einfach, ja, in Gruppensuche, nein, nicht mal ein Tool. Ein Inserat in der Zeitung ist das. Also ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen, dass viele Leute sich da so ein bisschen schwer tun mit zu sagen, die aktuelle Art und Weise, wie das funktioniert, auf die habe ich einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und es ist ja nicht so, als ob die Alternative wäre, es gibt Gruppensuche-Tool oder die Leute suchen sich die Gruppe irgendwie im Handelschannel oder sonst wo oder von mir aus auch über das merkwürdige Rotz-Tool, was Blizzard da zur Verfügung stellt, sondern die Alternative für sehr, sehr viele Spieler ist ja, es gibt ein LFG-Tool, oder ich mache den Gruppencontent nicht. Das darf man nicht vergessen. Es gibt genügend Leute, die einfach sagen, nee, wenn ich keine vernünftige Möglichkeit habe, leicht eine Gruppe zu machen, mache ich es einfach nicht. Es ist mir den Aufwand nicht wert und den Stress nicht wert. Und zu denen habe ich lange Zeit gezählt. Also ich habe Gruppencontent in der Gilde gemacht, auf jeden Fall. Also 5-Mann-Content. Aber mit Nicht-Gildenmitgliedern und Nicht-Freunden Gruppencontent zu machen, um Gottes Willen, damit hast du mich den größten Teil der Zeit jagen können. Weil warum zur Hölle soll ich das tun? Wenn ich irgendwelche Leute habe in der Gilde, mit denen ich das machen kann, dann warte ich lieber und mache 10 Stunden irgendwas völlig anderes,
form von mir aus irgendwie Stoff in Fellwood oder so, bevor ich mir das antue, mich da in irgendeinen gammeligen Zweier-Chat in der Stadt zu stellen oder zu setzen und zu spammen, suche Mitglieder für, keine Ahnung, Scarlet Monastery oder so. Ich glaube nur, dass dieses, also es ist halt die Frage, was man im, als Solo-Content erreichen möchte. Die Frage ist halt, wenn du jetzt sagst, das bestmögliche Gear, aber wozu? Ist dann meine Gegenfrage. Wozu das bestmögliche Gear? Um Solo-Mobs zu kloppen? Ich glaube, es gibt schon ein paar interessante, oder es gab in der Vergangenheit ein paar interessante Ideen. Grundsätzlich war die Feuerprobe, die ja auch mit Endloswellen gespielt werden konnte, schon interessant, zumindest so für diejenigen, die zum Teil die Achievements interessant fanden, aber zum Teil auch einfach so ein bisschen solo ihre Klasse optimieren wollten. Dann gibt es genügend Möglichkeiten, zumindest es zu versuchen, diversen etwas älteren Content solo zu machen. Was ja sogar so weit geht, dass die erfolgreichsten Solospieler sogar aktuellen Content solo machen. Ich habe neulich erst, was war das, ein Ataldasar plus 16 oder so? Solo in, aber ich glaube, 6 Stunden oder sonst irgendwas in der Art. Und das ist immer lustig, wenn ich dann lese, oh, ist ja voll OP, das zu machen, wo ich mir denke, was genau ist daran overpowered? Du bist ineffizienter, als wenn du dir einfach eine Gruppe suchst, etwas zu machen, was du locker in der Gruppe mit der doppelten oder dreifachen effizient machen könntest. Ne? Aber dann geht es dann darum, ich kann das alleine nicht, deswegen ist das OP und darf nicht so sein. Wobei man dazu sagen muss, dass die entsprechenden Spieler, die darüber meckern, dass das OP ist, es vermutlich auch nicht machen können würden, wenn man ihnen die entsprechende Klasse in der entsprechenden Spec mit dem gleichen Gear zur Verfügung stellt, weil es sich nämlich meistens herausstellt, dass das gar nicht mal so einfach ist. Und ja, gerade in so einem 6-Stunden-Run. Also ich möchte nicht Ataldasar solo machen auf plus 10 oder so, selbst wenn es möglich wäre. Und die Mage Tower Challenge, das war auch Solo-Content, in dem Fall für den Transmog. Ich weiß nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass es nicht sehr viele Bestrebungen von Blizzard geben wird, irgendwas Spielrelevantes zum Solo-Content zu machen, weil du immer Leute hast, die extrem frustriert sein werden, wenn sie das nicht machen können. Du hast ja schon Leute, die frustriert sind, weil sie glauben, dass sie nicht in eine Gruppe können, weil ihre Klasse zu schlecht ist, ja? Ich glaube, jeden Tag postet hier einer, ja, aber, also, Barlo, du hast es ja so leicht, ne? Aber ich spiele, keine Ahnung, Shadow Priest oder Ele oder Enhancer. Vermutlich, da werden meistens 17 Klassen genannt. Ich finde nie eine Gruppe und so, ne? Ich glaube, wenn, dann wird es in Richtung gehen, dass es irgendwie so für Achievements, für Spaß an der Freude Solo-Content geben wird, der dann entsprechend knackig ist und den vielleicht gar nicht mal so viele schaffen oder so. Aber nicht, dass man irgendwie jetzt das beste Equipment über Solo-Spielen bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo Balo, gibt es eine Chance, dass Formate wie zum Beispiel eure Fragen oder mir doch egal wieder einmal kommen? Ich vermisse die Sachen, die du zusammen mit Jochen und Co. gemacht hast, wenngleich du mit BNZ Loretalk Porn den Streams echt tollen Content produzierst. Liebe Grüße, der Lornor. Nicht geplant, nee. Das sind Sachen, also grundsätzlich, ich bin kein großer Freund von Studioproduktionen. Also ich habe das immer gemacht, wenn sich das dafür extrem anbot oder wenn es nichts Besseres zu tun gab oder so in der Art, ne? Bei Kellergespräch zum Beispiel hat sich's angeboten, dass man so ein Format dann halt eben, ne, vor einer richtigen Kamera macht und nicht irgendwie im Discord oder sonst was. Nur ich bin allgemein nicht so ein riesengroßen Freund von solchen Studioproduktionen und vor der Kamera Produktionen. Abgesehen davon, dass ich das Equipment auch gar nicht dafür habe. Und mach viel lieber Sachen, die ich, keine Ahnung, von zu Hause Streams oder Podcasts oder irgendwelche Videos oder so. Und überleg mir neue Sachen auch vielleicht, die ich im kommenden Jahr noch machen werde, die ich bislang noch nicht gemacht habe. Und da irgendwas wieder aufzuwärmen, wüsste ich im Moment nicht so richtig was. Und was ein bisschen in Richtung Fragen und Antworten geht, abgesehen vom BMZ natürlich, wo das ja auch zu einem Teil das Element ist, wird sein in den Podcasts ohne richtigen Namen, dass wir die ein oder andere Frage am Ende der entsprechenden Folge beantworten. Ja, so lässt sich es, glaube ich, am besten zusammenfassen. Hey Barlo, danke für die vielen und unterhaltsamen Folgen. Höre sie jeden Tag im Auto auf meinem Arbeitsweg. Besonders bei den Namensgebungen wie Klaus Wolfbett habe ich Tränen gelacht. Die Autofahrer neben mir Stau haben verwundert geguckt. Nun zu meiner Frage. Du erzählst ständig von deinen beiden Hunden. Früher wärst du nur kurz mit ihnen Gassi gegangen, aber damit du auch etwas mehr Bewegung bekommst, hätte sich das mittlerweile auf 20 bis 30 Minuten erhöht. Da würde ich gerne deine Meinung wissen, ob du das für ausreichend für deine Hunde findest. Naja, 20 bis 30 Minuten im Moment sind so vielleicht eine Viertelstunde pro Gassi-Runde, so ungefähr.
schätze ich, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, manchmal auch kürzer. Hängt auch vom Wetter ab, die Hunde mögen es halt nicht besonders bei so eiskaltem Wetter und Regen oder so durch die Gegend zu laufen. Ob du das für ausreichend für deine Hunde findest? Ja. Ich für meinen Teil gehe mit meinem Hund täglich entweder einmal 45 bis 60 Minuten oder zweimal 20 bis 30 Minuten. Ja, ist ja ungefähr dasselbe, was ich auch mache. Manche Hunde gehen mit ihren Hunden täglich mehrere Stunden raus, andere wiederum, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Und noch andere, die meiner Meinung nach schlimmste Sorte, nicht täglich, sondern nur wenige Tage die Woche. Was? Gibt Leute, die das machen? Nicht täglich mit dem Hund rausgehen? Okay, oder gar nicht. Ist natürlich abhängig von der Größe des Hundes, wie viel Auslauf der braucht. Allerdings halte ich 30 Minuten täglich, selbst für kleine Hunde, für das Minimum. Du erzählst oft, wie viel Unsinn gerade Poppy richtig geschrieben anstellt, was man ja auch im Dog Talk mindestens jede zweite Folge mitbekommt, mich jetzt aber nicht stört. Nö, mich auch nicht. Hast du mal daran gedacht, dass es daran liegen könnte, dass dein Hund sich nicht ausgelastet fühlt und deshalb so ein Wirbelwind ist? Nee, also es würde mich arg wundern, wenn ich einen Hund hätte, der sich nicht bewegt zu Hause und nicht spielt. Wir haben ja extra zwei Hunde, also wir haben den zweiten Hund Poppy geholt, um Holly ein bisschen auf Trab zu halten, was auch hervorragend funktioniert. Holly hat halt irgendwie ein bisschen Herzprobleme gehabt, hat sie noch immer, kriegt auch Tabletten dafür. Und wir haben uns gedacht, na gut, wenn da noch ein zweiter Hund ist, der sie vielleicht ein bisschen auf Trab hält, mit dem sie spielen kann, mit dem sie das auch selber initiieren kann, dass sie spielt, dann hilft ihr das vielleicht, ein bisschen fitter zu sein auf ihre alten Tage. Und das funktioniert hervorragend. Nicht als Kritik gemeint, ich würde nur gerne eine Meinung zum Umgang anderer mit der Gassi-Zeit ihrer Hunde wissen. Ja, ich habe das mal exemplarisch rausgenommen, weil das so ein sehr nerviges Thema sein kann. Ich persönlich will mich da nicht einmischen, wie andere Leute ihre Hunde erziehen und was sie mit ihnen machen. Wenn natürlich jemand sagt, ich gehe gar nicht mit meinem Hund Gassi oder nur alle x Tage, ist das natürlich merkwürdig, weil der Hund ja alleine irgendwo hinmachen muss. Und das muss ja normalerweise mehr als einmal alle zwei Tage, sagen wir es so. Und also das würde ich sehr komisch finden, wenn jemand sagt, das mache ich nicht, weil will er dann das Ganze immer in seiner Wohnung wegmachen oder macht der Hund auf den Balkon oder was? Das würde mich extrem wundern. Was alles andere betrifft, ist es halt so, ich habe mitbekommen, dass es extrem viele Hundebesitzer gibt, die eine unglaubliche Arroganz und besserwisserische Attitüde haben, wenn es darum geht, einem ungefragt vor allen Dingen Ratschläge zu erteilen. Und deswegen rede ich eigentlich über was auch immer wir für Probleme mit den Hunden haben, gar nicht mehr, weil das nie zu irgendwas Produktivem geführt hat in der Vergangenheit. Da sitzt dann irgendwie jemand, der sich denkt, oh, ich habe ja auch einen Hund, jetzt bin ich also der Experte und muss da meine Ferndiagnose stellen. Ich habe keine Ahnung, worum es im Speziellen geht, aber besser mal einen Ratschlag geben. Und das oft auf so eine überhebliche Art und Weise, dass du dir denkst, hält er dich für komplett bescheuert oder was? Ne, dass du halt sagst, ich habe die und die Schwierigkeit mit dem Hund und du weißt halt, was du alles gemacht hast, erzählst auch, was du alles gemacht hast und dann kommt er dir mit, also wir haben zum Beispiel bei Poppy das Problem gehabt und haben es immer noch, dass die noch nicht 100% stubenrein ist. Ja, gehst du denn auch regelmäßig mit dem Hund Gassi? Crazy Idee, oder? Wenn ich erzähle, dass ich nach einem halben Jahr noch Probleme damit habe, dass der Hund stubenrein ist, ja, auf die Idee, regelmäßig Gassi zu geben, bin ich bestimmt noch nicht gekommen, ne? Und ab so einem gewissen Grad macht dich das dann irre. Vor allen Dingen, wenn es von Leuten kommt, die ihrerseits überhaupt keinen, die noch nicht mal einen Hund besitzen, die dann meinen, dir irgendwie den Tipp zu geben oder das beurteilen zu müssen oder so Sätze wie, ja, dann machst du was falsch. Ja, du bist so eine richtige Hilfe. Und deswegen lasse ich das Thema irgendwie größtenteils außen vor. Lass normalerweise auch alle Fragen das betreffend raus. Nur ich will es einmal, damit jetzt weiß zumindest jeder, warum ich Fragen dahingehend nicht beantworte, weil ich das unglaublich nervig und unproduktiv finde. Und wenn ich irgendwie einen Ratschlag haben will und nicht direkt danach frage und sage irgendwie hier, andere Hundebesitzer mal einen Tipp, das und das, sowas wie zum Beispiel, was ist ein gutes Halsband oder so, wo tatsächlich Leute vielleicht ihre Erfahrungen schildern können und man was damit anfangen kann. Ansonsten habe ich halt von Tierarzt über Hundetrainer über 1000 Millionen Foren und sonst was und Bücher und Schlag mich tot und Beiträge recht gute Quellen, wo ich mich dann gezielt informiere. Und von daher, also ja, keine Sorge, mir ist bekannt, dass Hunde raus müssen und ja, wir gehen mit unseren Hunden raus und ja, sie kriegen definitiv genug Bewegung und haben zudem noch ganz, ganz viele Spielmöglichkeiten hier und eine riesengroße Wohnung, wollte ich gerade sagen, so riesengroß ist die Wohnung nicht, aber einen riesengroßen Flur, durch den sie rennen und toben können und da Spaß haben können. Einer der Gründe, warum die Hunde übrigens gerne mal aktiv sind, wenn ich aufnehme, ist, dass sie angeregt werden davon, wenn ich spreche und vor allem, wenn ich lache. Ne? Das werden viele von euch vielleicht gar nicht so sehr kennen, weil es die Situation im normalen Leben ja gar nicht so häufig gibt. Meistens, wenn man mit jemandem spricht, ist ja jemand mit einem im Raum, es sei denn, man telefoniert oder so.
Aber bei mir ist es halt gerade bei den Aufnahmen so, wenn ich dann viel spreche und lache, dann passiert das gerade bei Poppy mal, dass sie denkt, oh, da wird gesprochen, da wird gelacht. Da will bestimmt jemand spielen. So, das war es für heute. Ich danke euch für eure Fragen und Themenvorschläge. Macht weiter so. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.